Schau mal, du musst hier viel enger zusammenstellen, so wie hier, okay? Okay, hätte ich wissen können. Hallo, Luca. Herr Holt. Ich wollte mal schauen, wie du dich hier so machst. Ich hole dabei das Düngemittel. Ich schaue mich auch mal ein bisschen um. Ja, scheint ja, du bist schon so richtig dabei. Hm? Schön. Macht's dir keinen Spaß? Doch schon, ich kann's halt nicht so gut. Hey, Luca, das ist dein zweiter Tag hier. Du bist hier, um zu lernen und nicht, weil du schon alles kannst. Hey, Luca, das ist eine Riesenchance für dich hier. Ich weiß, und deswegen ziehe ich das auch durch. Gut, ich habe nämlich mit Herrn Dirksen gesprochen und der ist sehr zufrieden mit dir. Für heute sieht er aber ein bisschen anders aus. Was denn los? Das wegen Clara. Kommt ihr nicht gut miteinander aus? Doch schon, aber ich bin halt ein Ex-Dealer und ein Ex-Einbrecher und die hat noch nicht mal die Schule geschwänzt oder sowas. Und du magst sie? Schon. Hey Luca, dann zeig ihr einfach, dass du jetzt kein Dealer mehr bist und dass du kein Einbrecher mehr bist und dass du dich geändert hast und sowas nie wieder tun wirst. Hey Luca, mich hast du auch überzeugt, dann wird es doch bei Clara auch klappen. Hm? Der arbeitslose Justizwachtmeister Sven Wiese wurde von der Polizei zu seinem Waldhaus bestellt. Direkt am Tatort will Kommissarin Hübner den 43-Jährigen mit ihrem Verdacht konfrontieren. Wann waren Sie das letzte Mal hier? Das ist Wochen her. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie richtig sauer auf Herrn Holt waren. Schließlich hat er dafür gesorgt, dass Sie Ihren Job verlieren. Und mit der Entführung wollten Sie ihm endlich heimzahlen, oder? Ich war nicht wütend, ich bin wütend. Denn seitdem bin ich arbeitslos. Und wissen Sie, es kommt nämlich ganz schlecht, wenn man aus einem Beamtenverhältnis entlassen wurde. Ja, das glaube ich. Genau deswegen haben Sie versucht, Herrn Holt hier irgendwie... Hören Sie, ich habe mit der Entführung von Herrn Holt nichts zu tun. Mhm. Und wie erklären Sie sich dann, dass er gerade in Ihrem Haus gefangen gehalten wurde? Schon ein komischer Zufall, oder? Ja, was weiß denn ich? Ich bin so selten hier, was weiß denn ich, wer sich in meinem Haus alles herumtreibt? Mhm. Wieso wohnen Sie eigentlich nicht? Ist das so ganz nett, so in Grün? Gucken Sie sich doch die Bruchbude an. Da müsste ich erst mal eine Komplettsanierung machen lassen. Ich bin arbeitslos, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Und Sie haben richtig viel Zeit, um Rachepläne zu schmieden, ne? Ach, ist doch Unsinn. Warum sollte ich denn sowas machen, jemanden in meinem eigenen Haus gefangen zu halten? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass wir keine Spuren von einem Einbruch entdeckt haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben in der Nähe des Hauses den Schlüssel gefunden. Mir wurde letztens mein Schlüsselbund geklaut. Und den Diebstahl haben Sie mit Sicherheit angezeigt, oder? Nö. Ich habe einfach bei mir zu Hause in der Wohnung die Schlösser austauschen lassen. Und das hier, das war mir einfach egal. Wann und wo war das? Das ist ewig her, keine Ahnung. Das muss in der Kneipe gewesen sein. Sicherlich war ich wieder völlig dicht. Ich habe es dann erst zu Hause bemerkt. Wo waren Sie vorgestern Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr? Hm? Da war ich zu Hause. Ganz allein. Das klingt alles sehr überzeugend. Also, schönen Tag noch. Und was Clara betrifft, hab einfach Geduld. Ich tue mein Bestes. Ja, und das wird Clara schon auch bald auffallen. Was ist mit mir? Ich habe Herrn Holt gerade erzählt, dass du mir schon viel beigebracht hast. Ja, und dass dir das bestimmt bald auffallen wird. Freut mich. Schönen Tag dann noch. Du gehst schon? Ja, ich habe heute Nachmittag frei. Soll ich dich zum Bus bringen oder so? Ich meine, scheint eine gefährliche Ecke zu sein. Das ist nett, aber das brauchst du wirklich nicht. Danke. Tschüss. Hey, nicht aufgeben. Es wird schon. Hm? Scheint ein guter Junge zu sein. Ja, der versucht, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das imponiert mir. Und deswegen denke ich mal, ich möchte ihm helfen, wo es nur irgendwie... Was ist los? Glaub nicht, dass du in Sicherheit bist. Den Führer scheinst du verfolgen. So Mist, ich hab wirklich niemanden bemerkt. Ich würde aber schon gern wissen, wann und wie die davon erfahren haben, dass sie es geschafft haben, rauszukommen. Wenn wir das wüssten, dann wären wir ihnen ganz dicht auf den Fersen. Hallo. Hallo, Frau Hübner. Hallo. Ich leg die Akten hier hin, ja? Ich warte dann draußen. Ich glaube ja nicht wirklich dran, aber vielleicht sind ja irgendwelche verwertbaren Spuren dann zu finden.
Ich schicke ihn gleich ins Labor. Und Sie fahren nach Hause und bleiben auch da, bis wir die Täter gefasst haben. Wenn die wirklich wussten, wann ich in der Gärtnerei bin oder mir bis dahin gefolgt sind, dann haben die doch inzwischen wahrscheinlich auch herausgefunden, wo ich wohne. Also zu Hause ist es auch nicht sicherer als hier. Herr Seelhoff weicht dir nicht von der Seite. Keine Widerrede. Ich würde trotzdem ganz gern noch wissen, was hat denn die Befragung von dem Sven Wiese ergeben? Wie erklärt er denn, dass ich ausgerechnet in seinem Haus gefangen gehalten wurde? Angeblich wurde ihm vor einiger Zeit der Schlüsselbund geklaut. In dem Haus wohnt er jedenfalls nicht. Und was sein Alibi angeht, Fehlanzeige. Ja, und glauben Sie ihm das? Ich kann ihn auch noch mal befragen. Herr Holt, ich verstehe ja, dass Sie was tun möchten. Aber es ist zu gefährlich. Und was Wiese angeht, wir überprüfen gerade sein Umfeld auf Kontakte zum kriminellen Milieu. Entschuldigung. Hübner? Herr Wiese, was gibt's denn noch? Ja, gut, ich bin gleich bei Ihnen. Ihm ist irgendwas eingefallen. Ja, und das kann er Ihnen nicht am Telefon sagen. Angeblich nicht, aber er klang auch ziemlich betrunken. Wie sagt man so schön? In vino veritas. Ich gehe da mal und Sie gehen nach Hause. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Ich bleib hier und schau mir die ganzen Akten noch mal an. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Okay, einverstanden. Aber reines Aktenstudium. Ich verlass mich auf Sie. Nur Aktenstudium. Und diesmal hoffentlich mit Erfolg. Herr Wiese, Sie können wieder in Ihr Haus. Die Spurensicherung ist durch. Frau Kommissarin, schön, Sie zu sehen. Boah, sparen sich die Freundlichkeiten. Sie haben mich angerufen. Was ist Ihnen wieder eingefallen? Geht's ums Haus oder wurde der Schlüssel doch nicht gestohlen? Doch. Jetzt weiß ich auch wieder wo. Aha. Immer raus damit. Ich habe nicht ewig Zeit. Im Restaurant Kiew. Und das ist Ihnen jetzt so plötzlich eingefallen? Ja. Ich bin da nämlich gerade eben gewesen. Und die haben den besten Wodka der Stadt. Und dann, wusch, fiel es mir wieder ein. Das muss ich Ihnen jetzt auch gleich erzählen, denn wenn ich wieder nüchtern bin, dann habe ich das alles wieder vergessen. Ja, das sehe ich auch so. Aber was mich viel mehr interessieren würde, ist, wer Ihnen den Schlüssel gestohlen hat. Wissen Sie das auch, oder? Nee, keine Ahnung. Ach, danke. Den kann ich jetzt wirklich gebrauchen. Wollen wir wirklich die ganzen Akten noch mal durchschauen? Das kann doch die ganze Nacht dauern. Also der einzige von den Verurteilten, der als Täter in Betracht kommt, das ist Holger Hansen. Ja, und seine Racheschuhe will er auch schon vergessen haben. Jawohl, Sie sollten sich lieber erholen. Sie wollten doch morgen auch noch mal nach dem Luca schauen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, also auch wenn die Täter noch auf freiem Fuß sind. Ja, danke. Das war die Kommissarin Hübner, also auf dem Drohbrief, den wir da unterm Scheibenwischer bei mir gefunden haben, sind keine verwertbaren Spuren. Und der Schlüssel zu seiner Wohnung, der soll Wiese angeblich im Restaurant Kiew entwendet worden sein. In diesem Russenschuppen? Ja. Naja, vielleicht ist es ja ein Anhaltspunkt. Aber ob es was zu bedeuten hat, wer weiß. Ja. Hallo zusammen. Hallo. Wollen Sie zu mir oder zu Luca? Eigentlich schon zu Ihnen, aber wegen Luca. Wie läuft's denn mit ihm? Läuft's gut? Machen Sie sich da keine Sorgen. Der Junge macht sich prima. Und es interessiert ihn auch wirklich. Aber wieso fragen Sie? Weil eventuell die Option besteht, dass seine Betreuungszeit verkürzt wird, wenn er sich in jeder Hinsicht gut führt. Oh, super. Mhm. Hallo, Herr Holt. Hallo, Luca. Also, wenn Sie noch was von mir brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Mach ich. Und wie läuft's? Weißt schon, wegen Clara? Es gibt nicht wirklich was Neues, aber das hier will ich mir stechen lassen. Natürlich mit Clara und nicht mit Lindsay. Das muss Ihnen nicht gefallen.
Nein, 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 aber du bringst mich da gerade auf den Gedanken. Einer dieser Entführer, der war tätowiert am Unterarm, eine Madonna. Soweit ich mich noch erinnern kann, haben doch in Russland viele Gefangene so eine Madonna auf den Unterarm tätowiert. Das ist da irgendwie so eine Schutzpatronin der Häftlinge. Ja, vielleicht war ja einer der Entführer Mitglied der Mafia. Haben Sie jemals in Ihren Prozessen mal mit der Russenmafia zu tun gehabt? Ja, schon ab und an, aber jetzt nicht wirklich was Großes. Aber vielleicht ist es ja ein Anhaltspunkt. Naja, und Wiese Schlüssel ist ihm ja angeblich in diesem Restaurant Kiew gestohlen worden. Das kann Zufall sein. Muss aber nicht. Ich würde sagen, das erzählen wir direkt mal der Kommissarin Hübner. Dann soll sie den Russenschuppen mal vornehmen. Du, und wegen des Tattoos, überleg dir das doch noch mal. Das wirst du dein Leben lang nicht mehr los. Ich denke noch mal drüber nach. Hm. Ich mach mal weiter. Ja. Schönen Tag noch. Ciao. Eine Großfahndung raus und halten Sie mir auf dem Laufenden. Was haben Sie herausgefunden im Restaurant Kiew? Jedenfalls keine Verdächtigen. Aber Holger Hansens Alibi ist geplatzt. Anscheinend ist er doch nicht so gläubig geworden im Knast. Jedenfalls hat der Freund, bei dem er angeblich war, kalte Füße bekommen und zugegeben, dass Hansen am Tag zur fraglichen Zeit nicht bei ihm war, sondern einen Tag davor. Nur Hansen konnte leider fliehen, als zwei Kollegen bei ihm eingetroffen sind. Naja, dass er geflohen ist, das ist doch schon fast sowas wie ein Schuldeingeständnis. Und wenn er wirklich einer der Täter ist, dann wird er alles daran setzen, seine Rache zu vollenden, bevor er geschnappt wird. Sie haben sich selbst befreit? Das müssen Sie mir mal noch erzählen, wie Sie das geschafft haben. Hm. Hallo, Herr Holt. Hallo. Hier, ich habe ein passendes Kabel aufgetrieben. Ah, wunderbar, dann habe ich ja bald wieder besseres Licht in meinem Büro. Danke, ne? Doch ein alter Bekannter. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass ich den irgendwoher kenne. Stefan Bergmann-Schulze, Ex-Banker, Anlageberater. Und jetzt Hausmeister in der Gärtnerei Heinrich. Aber er hat sich schon ziemlich verändert. Und damals hat er ja auch noch diesen Doppelnamen gehabt. Naja, den wird er halt bei seiner Scheidung abgelegt haben. Ich habe den vor ungefähr 5 Jahren verurteilt wegen 20 Fällen von Anlagebetrug. Und schauen Sie, seit ungefähr einem halben Jahr ist er wieder draußen. Naja. Und er hat auch ein sehr starkes Motiv, nämlich Rache. Na klar. Ich kümmere mich drum. Kommen Sie. Ja. Also einer wie Stefan Bergmann-Schulze, der empfindet es sicher als sozialen Absturz, jetzt den Hausmeister zu geben und nicht mehr mit Millionen zu jonglieren. Das kann echt Grund für ganz starke Rachegedanken sein. Aber Holger Hansen bleibt auch verdächtig. Ich meine, dem sein Alibi ist geplatzt und der ist jetzt flüchtig. Wir müssen jetzt herausfinden, ob die beiden sich kennen, denn schließlich suchen wir eh nach zwei Tätern. Aber wir müssen das herausfinden, bevor die ihre Drohung wahrmachen können, dass ich nach wie vor in Gefahr sei. Frau Hübner? Oh, ich kann Sie gerade kaum verstehen. Irgendwie ist der Empfang hier ganz schlecht. Hallo? 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 Frau Hübner? Oh, jetzt ist es ganz abgebrochen. Herr Holt? Herr Holt, jetzt warten Sie mal. Was rennen Sie denn so weit weg? Es sah fast so aus, als wenn Sie verfolgt worden wären hier. Ach Quatsch, da war noch so nur Sie hinter. Nein, da war schon noch jemand anders. Kann das sein, dass Sie manchmal auch Gespenster sehen? Nein, das tue ich nicht. Ab sofort halten Sie sich bitte an unsere Abmachungen. Kein Schritt mehr ohne mich. Wie soll ich Sie beschützen, wenn Sie noch nicht mal auf mich warten können, während ich nur einen Snack für uns beide hole? Apropos, schauen Sie, ich habe Ihnen was mitgebracht. Dankeschön. Ich bin ein paar Meter gegangen, weil da hinten der Handyempfang schlecht war. Ich wollte eigentlich nur die Frau Hübner anrufen, die Kommissarin. Und naja, machen wir nochmal. Hübner? Hallo, Frau Hübner. Ich schalte mal schnell direkt auf laut. Frau Hübner, ich wollte eigentlich nur kurz nachfragen, ob die Vernehmung von Stefan Schulze irgendwas ergeben hat. Sie hat noch nicht stattgefunden.
Herr Schulze war weder zu Hause noch in der Gärtnerei. Er ist unauffindbar. Und Hansen ebenso. Na prima. Dann sind jetzt zwei Hauptverdächtige auf der Flucht. Stefan Schulze, Ex-Anlageberater, Ex-Knacki und jetzt der Hausmeister in der Gärtnerei. Und Hansen, der angeblich in der Haft geläuterte Ex-Knacki, LKW-Fahrer. Beide sind verschwunden und beide hätten ein Motiv. Ich verspreche Ihnen, ich tue alles, um die beiden zu finden. Ich fahre morgen auch gleich noch mal in die Gärtnerei. Vielleicht taucht Schulze ja doch auf. Und Sie gehen bitte nach Hause, falls Sie da noch nicht sind. Ich melde mich, ja? Ja. Also, Herr Holz, Sie haben es gehört. Ja, Sie haben ja alle recht. Hey. Hey. Du bist ja schon da. Und ich dachte schon, du hättest verschlafen. Bei dem Film, den du gestern ausgesucht hast, wäre das ja auch kein Wunder. Da wäre ich im Kino ja schon fast eingeschlafen. Bei diesen Liebesgeschichten immer Mann um Mann. Du bist blöd. Es war dein Vorschlag, ins Kino zu gehen. Und auch, dass ich den Film aussuche. Ich fand ihn super. Und den Abend auch. Geht mir genauso. Machst du mir die Schürze zu? Klar. Vielleicht wissen ja meine zwei Azubis was. Hallo, ihr zwei. Hat einer von euch heute schon den Hausmeister Stefan Schulze gesehen? Nee, ich glaube, Stefan ist noch gar nicht da. Ist das aber schon komisch. Also langsam mache ich mir echt auch Sorgen. Sobald er auftaucht, sage ich ihm Bescheid. Danke. Was will denn die Polizei von Stefan? Denkst du, er hat was mit der Entführung von Herrn Holz zu tun? Keine Ahnung. Das wäre echt krass. Aber das würde erklären, warum er heute direkt vor der Gärtnerei entführt worden ist. Ich muss ihm absagen, der darf nicht hierher kommen. Wie herkommen? Herr Holt darf auf keinen Fall hierher kommen, solange die Entführer noch auf freiem Fuß sind. Du hast ihn herbestellt? Warum? Ich brauchte noch eine Unterschrift für meinen Betreuungshelfer. Er soll extra wegen der Unterschrift herkommen? Ja, und ich wollte ihm sagen, dass wir zusammen sind. Weil ohne ihn hätte ich nicht diesen Ausbildungsplatz bekommen und ohne Ausbildungsplatz hätten wir uns nicht kennengelernt und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Aha, welche Tipps? Sag ich dir nicht. Abwarten. Also Herr Holt, dieser Hansen und dieser Schulze, die laufen immer noch frei rum. Da kann ich einfach nicht in jedem Fall garantieren, sie zu beschützen, wenn sie nicht zu Hause bleiben. Ach, das verlange ich doch auch gar nicht. Hallo, Frau Heinrich. Na, wollen Sie jetzt Luca jeden Tag kontrollieren? Nein, natürlich nicht. Aber der hat mir heute Morgen eine SMS geschrieben, dass ich möglichst schnell vorbeikommen soll. Ich wüsste eigentlich nicht, dass irgendwas passiert ist. Ich habe ihn gerade noch mit Clara gesehen. Die sind im großen Gewächshaus am Düngen. Da könnte gleich hier durchgehen. Ah, danke. Und? Welchen Tipp hat der Holt jetzt gegeben? Herr Schulze. Na, überrascht mich zu sehen? Naja, alle suchen nach Ihnen. Leg sofort das Handy weg. Wissen Sie, dass die Polizei nach Ihnen sucht? Hey, hey, was soll das? Ich wiederhole mich ungern. Handy weg und mitkommen. Okay. Okay. Sie können gerne mich als Geisel nehmen. Aber lassen Sie Clara los, okay? Jetzt pass mal auf, das hier ist kein Wunschkonzert. Schulze. Bitte? Der ist im Gewächshaus. Der hat Luca und Clara als Geiseln genommen. Das gibt's doch nicht. Frau Hübner? Frau Hübner-Seeloff hier. Der Schulze ist hier im Gewächshaus in der Gärtnerei. Er hat vermutlich die beiden Azubis als Geiseln genommen. Gut, Sie sind ganz in der Nähe. Okay, dann kommen Sie bitte schnell, wir warten. Herr Holt, Herr Holt, was machen Sie denn? Sieh mal einer an, Herr Holt, was für ein Zufall. Lassen Sie die beiden gehen. Ihnen geht's doch um mich. Und doch können Sie vor Gericht relativ glimpflich davon kommen. So wie beim letzten Mal, ja? 5 Jahre ohne Bewährung. Aber wissen Sie was? Mein Leben ist eh im Arsch.
Meine Frau will nichts mehr von mir wissen. Und meine Kinder. Und meine Kinder sehe ich alle Jubeljahre mal, weil so ein feiner Kollege von Ihnen meinen Antrag abgelehnt hat, dass ich meine Kinder öfter sehen darf. Sie können den Antrag nochmal stellen. Es besteht die Chance, dass er diesmal anders bewertet wird. Ja, sicher. Jetzt, wo ich hier Geiseln genommen habe. Danke für den Tipp. Trotzdem, es ist noch nicht alles verloren, wenn Sie jetzt nicht die Nerven verlieren. Jetzt hören Sie doch mit dem Scheiß auf. Aber wissen Sie was? Als ich Sie in der Gärtnerei gesehen habe, da wusste ich, meine Chance ist gekommen. Endlich. Und jetzt rüber da. Waffe fallen lassen. Waffe fallen. Abmarsch! Aber das war doch nicht meine Schuld, das war doch alles Igors Idee! Igo wer? Igor Vassiljev, mein Zellenkumpan von früher! Abschirm. Geben Sie eine Großfahndung nach Igor Vassiljev raus und halten Sie mal auf dem Laufenden. Danke. Das hätte echt schlecht ausgehen, Herr Holt. Danke, Herr Holt. Bitte. Ich habe Luca ja von Anfang an gesagt, dass das hier seine große Chance ist. Und wie es aussieht, hat er diese Chance beim roten Schopf gepackt. Im Gegensatz zu Stefan Schulze, für den war die Arbeit in der Gärtnerei hier auch eine große Chance. Aber es gibt so Typen, die machen immer andere für das verantwortlich, was sie selbst verbockt haben. Holger Hansen, der ist übrigens wieder aufgetaucht. Der hat sich zwar sehr auffällig verhalten, aber hatte mit dem Ganzen genauso wenig zu tun wie Sven Wiese. Um Luca muss ich mir erstmal nicht mehr kümmern. Das macht ja jetzt das Mädchen mit dem grünen Daumen und den roten Haaren. Die Geschichte zwischen den beiden ist zwar noch ein ganz zartes Pflänzchen, aber wie man ein solches großzieht, das hat Clara ja gelernt.